Hallo, Sempervideo hatte ja mal aufgerufen, sein Tarpit-File etwas genauer zu untersuchen. Das machen wir natürlich gerne hier. In diesem Tarpit-File bleiben halt Angreifer, oder sie sind Angreifer verzeichnet, die auf seinen Tarpit zugreifen wollten und dort einfach kleben geblieben sind. Und heute möchte ich mal gucken, wie lang die denn so kleben bleiben. Aber dazu stellen wir schon fest, das Logging ist nicht ganz optimal, um so eine Auswertung zu treffen, weil eigentlich bräuchte ich ja immer den Connect zum Disconnect übereinander und hier sind vier connected übereinander. Und deswegen habe ich mir überlegt, dass ich erstmal nach der IP-Adresse und Port sortiere und dann nach der Zeit und dann müssten eigentlich die connected auf die disconnected folgen. So, das heißt, ich muss zuerst mal dafür sorgen, dass ich hier vereinheitlichte Trenner habe. Ich möchte das Komma und den Punkt zu einem Leerzeichen verwandeln und dann habe ich die IP-Adresse und alles schön einzeln. Da ist irgendwie ein Hochkomma zu viel. So, testen geht. Genau, jetzt kann ich ja einfach sagen, sort minus n k 1, 2, 3, 3,3. Also er soll dann die Sortierung nach der dritten Spalte abbrechen. K 4,4 minus k 5,5, k 6,6, 1, 2, 3, 4. 5, 6, jetzt noch der Port. K7,7 minus K1,1 minus K2,2. So. Das dauert jetzt ein bisschen. Aber wir sehen schon, das hat doch schon echt gut geklappt, dass das jetzt so aussieht, wie ich mir das vorgestellt habe. Das speichere ich jetzt mal als sortiertes Tarpit ab, weil der Sort, seht ihr selbst, das läuft recht lang und das mag ich nicht. Da arbeite ich lieber in einer neuen Datei weiter. So, jetzt geht alles wieder schnell. Und ja, jetzt kann ich mir eigentlich die IP-Adresse auch wieder schön zusammenbauen. Print Dollar 1, Dollar 2, Dollar 3 und jetzt soll hier ein Punkt rein, Dollar 4 und es soll ein Punkt rein, Dollar 5 und es soll ein Punkt rein und Dollar 6, Dollar 7, Dollar 8. So. Gut. Das heißt, wir haben das Ganze jetzt hier schön in einer Reihenfolge. Jetzt bräuchte ich noch einen Zeitstempel, einen schönen davor. Das heißt, eigentlich könnten wir das an. Ne, das machen wir jetzt nicht davor, das wird zu viel Umbau. TR minus und den Doppelpunkt minus immer hinten schreiben, sonst ist da Probleme. So, und jetzt AWK. Print make time von Dollar 1. Jetzt hole ich mir den Zeitstempel raus. Dollar 2. Dollar 3. Dollar 4, Dollar 5 Dollar 6. Dann sollte ich jetzt hier einen Zeitstempel zu sehen kriegen. Dollar 0,
Und uns noch hinten dran mit ausgeben lassen. Und ja, wir haben einen schönen Zeitstempel. Und jetzt brauche ich ja nur noch den Disconnected-Zeitstempel von dem Connected abziehen. Genau. Dazu machen wir eine AWK, eine kleine AWK-Programmierung. Oh. Das hier nehmen wir uns jetzt noch mit. Markiere mir das und mir das hier einfach reinkommentieren. So, dann weiß ich nämlich, wie der Aufbau ist und dann lässt es sich auch leichter zu programmieren. Und jetzt muss ich sagen, if Moment, also wenn ich in diese Datei reingebe, dann brauche ich auf jeden Fall old IP ist gleich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oder 8 und ich brauche old time und das ist $1 und if $0 entspricht, dass da soll irgendwo this drin stehen, nämlich dieses this. Und an dieser Stelle sagen wir dann, also die alte Zeit soll von der neuen Zeit abgezogen werden, also time oder t ist gleich $1 minus old time und dann print t, $8 war die IP. Und jetzt haben wir noch das Problem, dass möglicherweise ein Connected drin ist, auf dem kein Disconnected folgt. Das heißt, ich muss hier sagen, und old IP ist gleich $8. Also wenn das kommt und die IP übereinstimmt, dann soll er von T, also von 1 hier, das hier abziehen, soll dann die Differenz ausgeben und die IP-Adresse. Das ist doch schön und danach tun wir T auch gleich noch leeren. Okay. Hoch. Da gab es ein paar Minuswerte, aber Fehlerbeseitigung. Sort minus nr minus k1,1 und jetzt möchte ich das Ganze als Head haben. Und dann sollten wir sehen, wie lang der längste so kleben geblieben ist. Wow. Vielleicht sollten wir uns in der AWK-Datei auch nochmal den Port mit ausgeben lassen. $9. Weil dann können wir uns diese Zeile auch nochmal im Original angucken. So. Nicht. Hätte ich gleich
Catch Rapid zur E-Grab oder Grab. Ah, lassen wir es uns noch mal kurz ausgeben. Okay, das war doch keine so gute Idee. Wir brauchen es bis hierhin. Gut. Wir gerade noch mal die Ausgabe holen, dass man halt auch immer sieht, was man suchen möchte. Jetzt suche ich einfach nur dem hier. Ah. Wieso ist das jetzt falsch rum? Habe ich da irgendwo? Oh je, da. Da haben wir einen Reihenfolgefehler. Warum? Wieso hat da die Sortierung nicht funktioniert? Das ist hier die 20 oder 19? Dürfte doch gar nicht passiert sein nach unserer Definition. Eigentlich dürfte er doch da gar keinen Wert ausspucken, weil er das hier noch gar nicht hat. Hm. Interessant. Ja, was machen wir jetzt da? Das heißt, unser Sort Tarpit hat nicht funktioniert. History. Das war der hier. Der nicht funktioniert. Hätten wir hier gleich das hier treiben sollen. Und dann hier nicht anfangen 3, sondern 1, 2, 6, 7. Also 4 mehr 7. 8, 9, 10. Hier. 5, 6, und jetzt schauen wir noch mal die IP-Adresse hier an. Das hier. Ups. Ja, jetzt ist es in der richtigen Reihenfolge. Okay. Gut. Dann tun wir das als Sort Tarpit raushauen. Und jetzt müssen wir natürlich beim genau, die IP-Adresse ist jetzt natürlich $7, ne?
Was? 7. 8. Dollar. 9. Und 10. Dollar 11 und Dollar 12. Und hier vorne haben 1,2. Das wollen wir eh mit Leerzeichen haben. Dollar 3. Na. Dollar 3. Komma Dollar 4, Komma Dollar 5, Komma Dollar 6, Komma. So. Das heißt, den hier brauchen wir nicht mehr, weil das haben wir ja schon gemacht. Nano. Adsorbit. Haben wir da den Grab mit drin gelassen beim Wegspeichern? Wir haben den Grab drin gelassen. Da ist er. Sort. So. Das ist ja klar, dass dann das nicht funktioniert. Ach. Heute habe ich große Fehlersuche. Huh? Gut. Und jetzt war ja der Plan, sich hier mal das hier auch anzeigen zu lassen. Mal sehen, ob das jetzt klappt. Diesmal stimmt die Reihenfolge und wir sehen tatsächlich, dass der 10 Tage kleben geblieben ist. Meine Fresse. Ja, wie das mit dem Tarpit so genau ist, das könnt ihr euch ja beim Semper-Video dann anschauen. Aber, also, hier hast du deine Auswertung. Der längste, er hat da wirklich viel Zeit verbracht vom 31.3. bis zum 10.4. Gut, also, das war's jetzt mit ein bisschen Fehlersuche und so. Haben wir es aber trotzdem hingekriegt. Also, macht's gut. Ciao, ciao.